Ruf dich schon, willkommen zu einer neuen Folge Beton verlegen. Nein, Factorio. Sagen wir lassen den Beton jetzt aber ein bisschen laufen. I think. So, was ist Problem mit Plus? Oh, da sind Rohre. Oh Gott. Fail. Durch Abreißarbeiten ging es überhaupt nicht mehr weiter, weil der Plastik blockiert wurde quasi. Der Plastik? Der Plastik, aber jetzt läuft er. Jetzt läuft er, Habe. Ist der Plastik ein Freund von dir? Der Plastik ein Freund von dir. So, und die werden jetzt eigentlich schon diese Raketen, so werden alles gebaut. Das ist alles, ne? Am Produzieren. Wir könnten rein durch ausrücken. Also wir haben, glaube ich, auch genug explosive Raketen. Ich sehe überhaupt keinen Grund dafür auszurücken. Warum nicht? Spaß. Wir haben gerade eh nichts zu tun. Wir müssen eh nur warten gerade. Worauf? Wir brauchen nur Liederfläschchen und Forschung. Warum wird denn so lange langsam geforscht, frage ich mich, Kilian. Ja, weil eben die Plastikdinger blockiert waren. Jetzt läuft's wieder. Jetzt also werden wieder blaue Flaschen produziert. Also von mir aus können wir mal ausrücken. Oh, wir haben ein Problem. Dann. Was? Es wird bald Probleme geben, weil unser Leichtölspeicher voll ist. Platzt der? Bau einfach einen Tank ab und setz ihn wieder neu hin. Ist es dein Ernst? Ja. Nein? Warum denn nicht? Ich reiß dich in die Chemiefabrik hier ab und baue einfach noch eine Line von... Wir brauchen das Zeug nicht. Andi, du weißt nie, wofür du das mal. Muss man später sicherlich irgendwie Raketentreibstoff bauen. Sicherlich, vor allem wenn man Raketentreibstoff aus Leichtöl macht. Ja, warum denn sonst aus Schweröl? Weiß ich nicht. Was ist mehr wert, Schweröl oder Leichtöl? Also quasi, aus was wird Benzin gemacht? Benzin! Aus Petroleum, mein Freund. Aus Rohöl. Nee, was denn? Gibt es ja diese quasi verschiedenen Güteklassen. Nee, nicht, dass ich. Lass mich kurz. Ich sehe hier schon den Ölpumpenfahrer hier. Lass mich mal kurz. Woran ich mich noch erinnere. Das war. Können wir jetzt mal ein Dorf plätten? Ja, von mir aus, im Chemieunterricht. Auf jeden Fall, und dann gab es da irgendwie, sozusagen quasi in der Raffinerie, und da gibt es ja die verschiedenen Güteklassen an Öl. Haben wir noch Munition? Und die werden quasi auf alles andere attackieren, ob wir Munition haben. Ob wir Munition haben, komm mit, mein Lieber. So. Und grab dir mal ein bisschen Munition hier raus. Ey, haben wir noch Munition? Moon ist voll bar. Als ob wir keine Moon haben, Alter. Ich bin hier Werbeauftragter, also Manneskraftwehr. Wie nennt man das? Heeresbeauftragter. Das letzte, was wir hier haben, ist. Bringt Munition auch im Kofferraum was? Wie geil ist das? Ich glaube nicht, dass das Inventar des Autos Kofferraum steht. Ja. Ey, ich laufe mit, ne? Ich laufe mit dem Raketenwerfer mit. Achso, weil wir kein drittes Auto mehr haben? Ja, ich bin gerade zu faul, ein drittes zu bauen. Hä, vielleicht komme ich ja gar nicht mit. Habt ihr überhaupt schon mal gefragt? Ja, dann kommt aber nicht mit. Wie wär's, wenn ihr auch mal einmal euch für meine aber. Meinung interessiert? Ja, dann komm halt nicht mit. Losgehen, lass uns losfahren. Fahr los. Ich will mitkommen. Ja, dann musst du mitlaufen. Tut mir leid. Tschüss. Hä? Nö, dann komme ich nicht mit Selbstschuld. Ja. Wie machen wir das, Kiel? Also ich steige aus und du musst mir eine Deckung geben. Ich schieße einen Raketenwerfer. Okay. Lass uns erstmal ein kleines Dorf nur das ausprobieren. Das ausprobieren. Ja, warte, lass das mal. Ja, Hauptsache du fährst mega slow auf diesen Felsen auf. Nee, ich war gerade auf der Karte. Mega gute Arbeit von dir, mein Lieber. Warte, lass uns hier lang fahren. Oh Gott, ich hab direkt einen Baum weg. Achtung! Oh Gott! I did the rest of the job. Hoppala. Manchmal denkt man auch, die Kurve schaffe ich noch. Lockerst. Weiche Baum. Weiche. Das ist ganz hier? Komisch, wir brauchen wir so ein bisschen. Ja, das. Nice. Lass erstmal kurz aussteigen und reparieren. Wow. Warte, stehen bleiben beide, bevor wir aussteigen. So. Ich laufe jetzt ran, du fährst ran. Quasi ungefähr neben mir und gibst mir Deckung, okay? Ja, yeah, I will try. Ich will dann Berichte haben, wie cool der Raketenwerfer ist. So. Fahr schon mal vor, du musst eh die Aliens abhalten. Wo ist denn das Dorf? Da! Was sind das für Viecher? Die sehen so anders aus. Sag mal, kämpft ihr? Ja, hier ist das Dorf. Vorsicht, Andi, du läufst ein bisschen gefährlich. Wow! Ah! Was ist das für ein Scheißviech? Ja, das sind andere Viecher, oder? Ja, die sind größer. So, warte, ich schieß mal.
Ich muss mir den kleinen Scheiß nicht auf den Hals halten, dann läuft das. Dann so, wie es jetzt läuft. Ja, nice, du machst schön den Wald down. Aua! Ich sehe euch ehrlich gesagt nicht lebend zurückkommen. Ja, das ist ja echt entspannt. Muss halt, fahr ein bisschen näher ran, du musst mich über die Viecher vom Hals halten. Ich bin ein bisschen low. Ich beobachte euch so auf der Karte. Da ist noch ein Wurm. So ein Pimmelwurm. Wow, macht der Schaden. Da sind noch zwei Wurms. Ja, warte, ich muss... Machst du mir mal da eine Schneise vielleicht? Ich muss erst mal recken, chill mal. Ja, wie sind die Raketen so bisher? Weiß ich nicht. Kannst du hinschießen, wohin du willst? Nee, ich kann nur auf Ziele schießen, aber ich bin halt out of range von dem Viech. Ja doch, man kann hinschießen, man will irgendwie C drücken oder irgend sowas, wenn du drauf hältst. Ah doch, C, stimmt. Kian, fahr mal weg da. Kriegst du uns Schaden. Ey, das kann sogar ich, glaube ich. Ja, stimmt. Das kann jeder quasi, also mit allem. Ja, dann lass mich kurz den Flammenwerfer dafür benutzen. Okay, lass mich nicht den Flammenwerfer dafür benutzen. Was hast du jetzt noch vor? Jetzt schieß doch auf die Kacke da hinten. Ja, geh doch zu den Viechern. Töte sie, die töten mich halt. So. Ich dachte, du wolltest die machen. Nee, nee. Go, go. Jo, die töten mich gleich. Jo, die töten mich! Chill, du musst außer Reichweite. Bleib einfach stehen. So. Ich dachte, die... Aber kannst du die nicht mit dem Rocket Launcher relativ schnell beefen? Oh Gott, machen die viel Schaden. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Aber du machst mehr Schaden als ich und die recken auch irgendwie. Ja, bleib weg. Die sind mega stark. Ja, doch, guck mal. Den hätte ich jetzt geschafft, wäre ich zu Ende gewartet. Masse, Reparé. So, warte, jetzt mache ich den tot und dann ist er nicht mehr so gefährlich. Oh, da ist noch ein zweiter. Ah, haben wir geschafft. Nochmal reparieren, bitte. Jo. Mehr Reparaturzeug habe ich nicht dabei. Da ist noch ein dritter im... Hast du keine mehr? Ah, doch, warte, ich crafte welche. Ja, die müssen wir nicht alle töten. Die bringen eh keine Bälle. Ah, tot ist tot, ne? Lass mal hier unten nochmal das kleine Dorf hinnehmen. Ich will den jetzt töten. Du verschwendest Reparaturzeug. Die Raketen sind doch relativ effizient. Okay, ich habe das Gefühl, ich kann nicht... Doch, jetzt habe ich ihn. Okay, Vorsicht. Let me back up, bitch. Ach, warum so? Wo habe ich eigentlich mein Auto geparkt? Ein Stück weiter oben. Ja. Los, nächstes Dorf. Fahr hin. Wow. Das da? Jo. Muss halt vorfahren. Wuppala. Oh. Das ging jetzt auf dich. So. Sammelst du ein? Jo. Ihr könnt übrigens aber drüber fahren, ne? Ihr sammelt es dann automatisch ein. Nächstes Echt? Dorf. Ah, ja. Warte, lass zurück. Ich dachte, das zerstört das. Dachten wir, aber die Leute haben kommentiert. Oh, ich habe 54 Alien-Artefakte im Inventar. Ja, scheinbar sammelt man es auf. Dann gehst du da zu den Flaschenproduzern. Und da sind so... Wow. Siehst du eigentlich, welcher lila produziert? Da musst du es ja reinlegen. Das sind fahren wir davor. Na, mal. Oh, Kian, du bist krass kaputt. Need Repair Care. So, bist voll. Der direkt, Bitch. Warte, will ich mal testen? Ja. Ja, lass uns zurückgehen. Wieso wird das zu heiß? Also ich glaube, dann haben wir echt ziemlich viele schon. Ja. Ich habe allein schon wieder. Wie viel hast du? Also, wenn 56. Ja, das sind nochmal 1000. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr viel mehr. Achtung! Da oben müsste übrigens irgendwo noch mein Auto stehen. Da ist dein Auto, hier. Bist du jetzt gegengefahren? Ach nee, da, ich seh's. Ah, das wusste ich gar nicht, dass das ist nice, dass man mit C überall hinschießen kann. Warum sagst du uns das jetzt, Däum? Solange man damit keinen umbringen kann. Hä, weil ich habe gerade jetzt da reingeschaut im Moment, als ich sagte, dass ich glaube, dass man es. Warum?
Was los? Aber so wie richtig komisch ist, wenn man quasi vorwärts, rückwärts wechselt, dann muss er irgendwie erst den Gang reinlegen, habe ich das Gefühl. Ey, wir brauchen trotzdem noch so eine Pufferzone. Fürs Reinfahren? Ja. Ich wollte wie so ein Flugzeug so eine Landebahn brauchen. Ja, oder einfach eine Mauer, wo man reincrashen kann, fertig. Ich bin gerade nämlich ins hintere Tor gecrashed. So, einmal nach. Wow! Was? Alter, Andi ist durchgemoscht. Ich konnte nicht bremsen. Ja, ich konnte nicht bremsen. Andi macht das nur, weil das lustig findet. Nein, ich konnte wirklich nicht bremsen. Ich habe die Geschwindigkeit komplett überschätzt. Unterschätzt oder überschätzt? Unterschätzt. Hier oben ist übrigens eine. Hier sind so ganz viele Erzförderer, die alle. Hast du das abgelegt, wo deine Artefakt-Dinger, Däum? Nö. Ich wusste nicht, wohin ich bin. Hier rein. Alt drücken, dann siehst du auch, wo Lila hergestellt wird. Ach ja, genau. Ja, warte, ich setze noch kurz die Erzförderer um. Kian, oder dann wo meinst du jetzt mit Erzförderern? Hier oben, wo ich schau doch auf die Karte. Ja, sei doch mal entspannt, sag doch, wo du bist. Nein! Hä, wieso, wo ist da was Arbeitsloses? Ach, da war mal Kohle, setz ihn immer aufs rechte Band. Oder war da Kohle? Ja, da war mal. Da war Eisenerz. Ja, genau, da war Eisenerz. Und ich hab jetzt noch 3 Stück. Ja, setz die zur Kohle. Ach, das war die Line, okay. Gott. I know what it was. So. Jetzt sind wieder Batterien auch rarer. Soll ich mal einen richtig schlechten Witz machen? Ja, bitte, komm. Nicht Zipper. Hä? Zipper? Rarer Zipper. Was ist denn Zipper? Oh, richtig schlecht. Däum, leg bitte deine Alien-Artefakte ab. Er ist, wenn Andi sagt, was Rara und Zipper sein sollen. Oh, Ra-Datei, Zip-Datei. Komm jetzt her hier zu den Forschungsanlagen. So. Der war so schlecht, da hat Däum richtig. Der war so schlecht, ich bin halt. Ich bin wirklich ein Freund und ich bin wirklich an feinfühlig, spitzfindigen Humor gewöhnt und nicht so eine Holzklumpenkacke wie Andi da gerade raus. Däum, please come here. Du hast doch ich hab please gefragt, soll ich's machen. Ja, ich wusste nicht, dass es so ein Bullshit ist. So. Eine Hälfte tue ich hier rein. Smart. Die andere Hälfte. Ups, das wäre dumm. Eigentlich hätte ich alles in den rechten tun sollen. Na egal. Alien. Warum geht das so unfassbar langsam, unsere Forschung? Weil es an dem Zeug für die Blauen fehlt. Oh, also an Batterien und Plastik jetzt auf einmal. Ja, Andi. Hm? Was ist denn? Ja, analysier doch mal. Mach doch selber, ich betoniere gerade. Also, mangelt wirklich an Plastik oder an Batterien? Ja, also beides staut sich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass es absolut an Batterien mangelt. Aber ja, Batterien, es gibt nur halb so viele Batterien. Nee, Plastik. Stimmt, tatsächlich, Plastik staut sich gerade ein bisschen. Wie viel Beton ich einfach im Winter habe, es ist so geil. Ich betoniere es. Lol. Jetzt kann man endlich mal den Güterbahnhof hier betonieren. Sieht eigentlich aus wie ein Bahnhof, nicht aus wie so eine Waldentsorgungsstation. Andi hinterlässt aber wieder mal Fuschereien. Wo denn? Ja, ich fahre einfach über diese Betonflächen rüber und es klickert. Ja, ich mag auch quasi relativ wild so erstmal ein bisschen rüber, dann gehe ich hinterher nochmal. Ja, das ist natürlich wieder immer dieses Erstmal, ne? Andi macht alle Dinge nur erstmal im Leben. Was? Was ist schon wieder für ein Bullshit-Laber? Ja, aber es sind Bäume, die auf Beton stehen. Andi ist außer, denkt sich, erstmal kann ich dann ja erstmal von Hartz IV leben, erstmal ruhig angehen lassen, warum einen Job suchen? Erstmal ruhig angehen lassen, das Leben. Die ersten 10 Jahre ein bisschen durchhängen lassen, dann so langsam ruhig kann man sich dabei steigern, dann steigt Andi, fängt aber mit Teilzeit an. Klopft es mal wieder. Teilzeit an. Das war für so ein Scheiß Andi, wenn Andi 50 ist, dann arbeitet er in einer 30-Stunden-Woche. Und das reicht dann auch erstmal. Das reicht dann auch erstmal für dieses Leben. Wir haben einfach 2 komplett verschiedene Definitionen von erstmal. Lass es darauf beruhen. Danke. Hä, nein, das ist genau das. Du denkst, ja, erstmal so, das reicht ja erstmal. Mach ich erstmal nur so ein bisschen Beton. Erstmal nur den Beton so richtig hässlich machen. Hä? Mach doch den Beton gleich richtig.
Es ist doch richtig! Nee, du hast gerade selbst gesagt, dass du da nur so rüber rumschwubbelst. Ja, ich schwubbel quasi komplett einmal über die Fläche rüber, bis es nicht mehr klackert. Ja, nee. Wie toll, dass man jedes Mal komplett ausrastet. Und zwar komplett künstlich. Richtig. Künstlich? Bitte? Künstlich? Der Junge, ne? Ich krieg die Krise. You get the crisis. Ja. Das nicht mal zur höchsten Grafikeinstellung. Puh, das ist hart. Boah. Ist mir gerade nochmal eingefallen. Ich muss ich mal richtig. Ja, was ist? Ich muss mir Crysis 3 kaufen. Ich hab bis jetzt jeden Crysis-Teil gespielt. Außer? Außer Crysis 3. Hast du auch das Brettspiel gespielt? Es gibt ein Brettspiel. Ah, nee, es gibt zu allen ein Brettspiel. Nee, aber ich will das Crysis. Ich will Crysis 3 spielen. Ich hab's damals gekauft, relativ kurz nach Release. Kannst du mir dein Origin-Login geben? Ich will dafür kein Geld ausgeben. JK. JK Rowling. Warum flackern die Lichter? Das weil die Lasertürme wahrscheinlich schießen. Und dann müssen die Akkumulatoren kurz eingreifen. Ui, das ist ja krass. Also das wäre jetzt so meine Erklärung. Warum genau? Keine Ahnung. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Beton mag? I like Beton. I like to die for this. Na, 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 na. Genau das, Kian. Genau das. Ugly gray stuff everywhere. Da 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 da, die dumm die da, die dumm die da, die dumm die da, die dumm die da, die dumm. Ich lieb den Frühling. Ich lieb den Beton. Der Beton. Der Beton. Hey, der Beton. Der Beton. Der Beton. Oh Gott, das ist so dumm. Aber witzig. So wie du? Dumm, aber witzig. Du haust doch heute ab wieder die Punchlines raus. Revolutionierst hier gerade einiges. Der Schatz gefeiert. Aber wie clean das aussieht durch den Beton. Ich liebe es. Ja, nur ist die Ränder. Wenn wir, sagen wir so, wenn, das liegt aber daran, dass wir den Küsten hier gebaut haben, sind wir selbst schuld. Ja. Aber auf der anderen Seite ist nervig, weil alles so fragmentiert ist. Aber wir haben auch überall Wasser. Und aber es ist leichter, seine Grenzen zu verteidigen gegen die Alien-Invasoren. Geil, du baust halt ein großes Quadrat, dann greifen die auch nur an zwei, drei Stellen an. Ja, eigentlich ist es geil. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war hier mit dem ganzen Wasser. Ja, ist doch mega geil so. Ich finde, das hat was. Das hat so eine kleine Herausforderung. Andi ist jemand, der auf jeden Fall. Nein, vor allem ist es nicht so langweilig. Es ist nicht einfach so riesiges Quadrat. Es ist einfach so, da oben ist so diese La-Insel. Dann ist hier das riesige Dampfmaschinen-Clusterfuck-Wesen. Dann ist hier so eine riesige Produktionsanlage. Dann ist hier links noch sowas. Das ist nicht alles so auf einem Haufen, sondern es ist schön so. Weiß ich nicht, sieht cool aus. Ja, das ist wahr. I like. So, haben wir jetzt eigentlich was wegen der Plastikunterproduktion getan, oder? Diese Batterieunterproduktion? Das geht gerade, jetzt ist Batterie. Nee. Oder nee, sollen jetzt geht beides eigentlich. Jetzt geht eigentlich beides, jetzt kann ich wieder hier Plastik, alles deployen. Plastik? Ich sehe kein Plastik. Plastik ist links hier. Schau. Ja, aber dann, woran lag das denn jetzt, dass die Batterien quasi... Ach stimmt, Batterien stauen sich wieder? Ja, wo ist jetzt warm? Hast du was geändert? Däum? Nö, sieht so aus. Nö, eben nicht, deswegen frage ich ja. Ich persönlich bin ja ein Mensch, der nicht auf Veränderung steht. Ist ja interessant. Aber weißt du, was wir jetzt verändern? Ich glaube, die Folgen lässt die Folge beenden. Meinst du? Ja. Okay. Vor allem verlege ich aber noch Beton hier. Beton muss verlegt werden. Beton geht vor. Ist halt wirklich kannst du das mal richtig machen? Machst du direkt hier bis zum Wasser hin. Es geht nicht bis zum Wasser hin, du Schmoggo. Das ist echt behindert. Wie oft denn noch? Ich mach's. Es geht nicht! Ich will's ausprobieren. Es geht nicht. Kian, kann bitte das gleiche erzählen. Kian? Ich nicht. Du kannst, ich glaube, zwei oder drei Blöcke Abstand oder so Felder Abstand. Hässlich. Da könnt ihr das mal gerade wenigstens machen. Ja, das ist aber nervig. Also wirklich, das verlege sich eben von Andi schon nicht ganz blöd. Das
So, aber jetzt beenden wir die Frage. Halt, mach quasi wie bei Paint, einfach alles ausmalen. So, ja, so ist es halt. Genau. Oh, dieses schöne Klackergeräusch, wenn man da rüberläuft. Also, gönnt euch ein Abo oder das bleiben. Bis zum nächsten Mal.